So, meine lieben Freunde, und ich bin jetzt hier in Metro Exodus 2033 an einer Stelle angekommen, wo ich euch nochmal zeigen möchte, wie sich die zweite Entscheidung aus Sams Story auswirkt. Die erste habt ihr schon gesehen und hier kommt die finale zweite. Verbrecher. Wo ich herkomme, werden Meuterer gehängt. Bin im Turm, alles unter Kontrolle. Scheiße, Sam, sie brennen sich durch das Schott. Mach das Tor auf, sonst sind wir erledigt. Befiehl deinen Leuten stillzuhalten. Verdammter Amerikaner! Volldampf voraus. Los, los, los! Ja! Überraschung, du Schweinehund! Du Mistkerl! Ich reiß dich in Stücke! Jetzt stirb endlich! Nimm das, Miststück! Verdammtes U-Boot. Sam, es wird Zeit. Ich habe sie im Kontrollraum eingesperrt. Entscheide dich. Sam, was hat das zu bedeuten? Such ihn sofort! Das Schott lässt sich nicht öffnen! Muss wach bleiben. Ja, gesucht. Muss.
Ich tat, was ich die letzten 20 Jahre getan hatte. Die Welt retten. Der Captain opferte sich, damit das Gespenst des Atomkriegs nicht erneut zum Leben erwachte. Hätte ich den Knopf nicht gedrückt, hätte ich nach Hause fahren können. Aber zu welchem Preis? Ich gebe nicht auf. Ich werde nach Hause kommen. Eines Tages. Ja, damit habt ihr jetzt auch das zweite Ende des Spiels gesehen und ich werde euch auch hier im Bereich des Community auf meinem Kanal euch auch nochmal fragen, was ihr davon haltet. Ja, welches Ende findet ihr besser? Ja, also zurück nach Amerika oder nicht? To be continued or not? Also ich sage mal so, beide Enden sind ja so gehalten, dass er die Möglichkeit hat, das Ganze noch weiterzuführen. Das eine ist die Suche nach seinem Vater und das andere wäre jetzt im Prinzip ein neuer Weg nach Amerika. Mehr möchte ich nicht spoilern. Schaut euch die beiden Enden an und ich sage mal wieder, have fun, neuer Aboram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.